Jo Leute, wir befinden uns auf dem Weg zu Radio Bremen, denn dort ist heute Tag der offenen Tür. Vor 6 Jahren habe ich schon mal so ein Video gemacht und genau das machen wir heute nochmal. Nur, dass es diesmal deutlich besser wird, denn wir wurden diesmal offiziell eingeladen, so ein Video hier zu machen. Wie cool ist das denn? 35 Für die, die mich noch nicht kennen, ich mache auf diesem Kanal öfter mal gerne Mikrofon-Reviews und ähnliche Videos zu dem Thema. Das heißt, ich habe einen gewissen technischen Fokus, aber bei so einem Radiosender gibt es natürlich viel mehr als das. Ne? Da gibt es die ganzen Prozesse, die man sich angucken kann, die Studios, wie das da alles abläuft und man kann natürlich die ganzen Moderatoren und viele weitere Leute in Person treffen. Und ja, es wird cool. Ich würde sagen, wir springen direkt rein. Alles klar, danke. Danke. So, da haben wir. So, wir sind jetzt in einem Interviewraum von der Docness, so wird das exakt, ausgesprochen? Genau, Docness. Okay. Ich bin Christian, ich bin bei Docness Producer für Dokumentation und Reportagen und wir entwickeln Dokus für, ja, regionales und internationales Publikum. Du planst quasi auch die Produktion sozusagen? Na, ich entwickle die Ideen, ne? Und dann haben wir ein Produktionsbüro, das dann die Produktion an sich plant. Ich mache eigentlich nur die Ideen und versuche die dann an die Sender oder die Auftraggeber zu verkaufen quasi. Okay, und wie kommt man auf eine Idee für eine Doku? Durch gute Recherche oder es kommt jemand auf einen zu und sagt, ich habe eine gute Idee. Also entweder telefoniere ich rum und gucke und denke mir selber was aus und gucke, ob das dann irgendwie zu finden ist in Menschen, die mir eine tolle Geschichte erzählen. Oder aber es kommen Autorinnen oder Regisseure auf uns zu und sagen, ey, ich habe eine coole Idee für eine Doku, können wir da nicht was machen? Was für Menschen sind das normalerweise, die dann auf einen zukommen und sagen, hier, dreht doch mal eine Doku über mich? Das sind wenige. Oft sind es so dazwischen Leute wie gesagt, Autorinnen, die sagen, ich habe wen getroffen, über den müssen wir eine Doku machen. Und, okay. Aber manchmal gibt es auch Menschen, die sagen, ich habe einen krassen Schicksalsschlag, eigentlich will ich damit mal ins Fernsehen oder ins Internet. Heute haben wir quasi zum Tag der offenen Tür die Idee, dass wir sagen, ey, wenn es Leute gibt, wie gerade gesagt, die eine krasse Geschichte haben, was Krasses erlebt haben oder ein Thema haben, wo sie sagen, ey, darüber musst du mal einen Film machen, weil ich weiß nicht, ich habe den übelsten Skandal entdeckt, weiß ich nicht, dass die Leute sich einfach hier hinsetzen und erstmal unverbindlich uns das erzählen und wir dann quasi mit denen zusammen auf die Recherche gehen. Wir casten quasi neue Doku-Themen. Okay, also sozusagen direkt Kundenakquise, könnte man sagen. Ah, nicht Kundenakquise, sondern Geschichtenakquise. Wir versuchen die Geschichten hier zu sammeln. Die Kunden sind dann ja die Sender, denen müssen wir es erst verkaufen. Okay, gut. Und dafür bist du quasi auch zuständig, um das den Sendern zu verkaufen. Genau. Und wie ist so die Quote? Wie viele Ideen schaffen es dann bis in den Sender rein? Bis sie sogar on air gehen, weiß ich nicht. Da würde ich sagen 2 von 10. 2 von 10. Immerhin schon einiges. Bis man so eine Produktion zum Laufen bringt, ist das dann wahrscheinlich. Ne? Vorher, bevor man es verkauft hat, fängt man wahrscheinlich nicht an, oder? Na, es gibt manchmal Probedrehs und so. Aber ja, das nimmt Zeit. Also ich sag mal, von der Idee bis zu dem Zeitpunkt, wo es auf Sendung geht, mindestens ein halbes Jahr, meistens ist es aber sogar 2 Jahre. Okay, sprich, es braucht also ein bisschen Trial and Error, um wirklich seine erste große Produktion fertigzustellen. Definitiv. Und dann heißt es einfach, viele Ideen generieren, dann hast du auch viel Erfolg, würde ich sagen. Und wenn man jetzt mal so sagen würde, okay, ich möchte mit Dokus anfangen, was hast du da für einen Tipp für die Leute? Für die Filmmaker, die unter uns zukommen? Ja, genau, kommt drauf an, in was für einem Job man arbeiten will. Ich sag mal, für diejenigen, die vielleicht hinter der Kamera stehen wollen, also die Kamera bedienen wollen, die können sich bei uns bei der Bremedia Produktion dann im Kamera-Department bewerben. Für diejenigen, die sagen, ich bin eher der Autor, der Regisseur, ich habe eine Idee, die will ich umsetzen, die will ich auch bis zum Ende begleiten im Schnitt und so. Für diejenigen bieten wir quasi ab Januar dann einen quasi Workshop an, wie man zum Doku-Autor oder einer Doku-Autorin werden kann. Und wie man sich da bewirbt, kann man auf unserer Homepage sehen, www.docness.de. Ach cool, kann man ja quasi direkt anfangen. Ja, sehr nah. Quasi, ja, Januar. Genau. Ja, sehr cool. Ja. Wir sind actually bei Bremen 4.
Da kommt euch ein Fahrzeug entgegen. Achtung in beiden Richtungen, auf der A29 Oldenburg-Wilhelmshaven zwischen Jaderberg und Zetel. Da gibt es einen Geisterfahrer. Bitte fahrt in beiden Richtungen sehr vorsichtig. Ja, das ist jetzt wirklich ein besonderer Moment. Also das passiert Gott sei Dank so sehr selten. Aber das ist irre, dass ihr das miterlebt habt. Hoffentlich kommt er nicht oft vor. Nee, kommt nämlich nicht oft vor. Aber wenn, dann wissen wir jetzt sofort. Also das ist dann auch das Einzige, wofür wir die Musik unterbrechen. Das ist natürlich super wichtig. Das müssen alle gleich wissen. Und vielleicht habt ihr es gesehen, da ploppt dann so ein großes rotes Fenster auf dem Bildschirm auf, dass wir das eben auch nicht übersehen, sondern dass wir dann wissen, okay, jetzt ist ernst. Okay, Malte, du hast jetzt Feierabend. Ja. Radiomoderator, klingt ja wie ein Traumjob. Man wird fürs Reden bezahlt und ist berühmt, aber wird trotzdem nicht erkannt meistens. Stimmt, ein guter Punkt. Ist das so einfach, wie es klingt? Oder gibt es Sachen, die wir da nicht sehen? Ich meine, die Antwort ist ja sicher offensichtlich, aber... Ja, also ich glaube, was viele nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass Radiomoderatoren oft früh aufstehen müssen. Also gerade wenn du halt die Morningshow machst, und das ist ja nun mal die wichtigste Sendung, die es gibt beim Radio, also was beim Fernsehen 20.15 Uhr ist, ist beim Radio morgens um 5, da hören die meisten Leute oder dann ab 5 in der Sendung. Das heißt, der Wecker klingelt um 3 und das ist schon manchmal brutal. Also das kennen alle Leute auch, die im Krankenhaus arbeiten zum Beispiel, aber das ist manchmal schon heftig oder eben auch am Wochenende, auch am Feiertag, ne? Auch an Weihnachten gibt es Sendungen, das heißt, du musst eigentlich irgendwie tendenziell immer arbeiten. Das ist vielleicht ein bisschen die Kehrseite, aber ansonsten ist es ein super Job. So ein Morgenmensch, so ein Morgenmensch, das muss man wahrscheinlich erstmal sein. Bist du von Natur aus einer? Oder? Nein, und ich bin es auch nicht geworden. Ja, das ist immer eine Qual. Aber ist halt so. Okay, ist das dann immer so oder nur manchmal? Dass ich das machen muss? Ja, dass du morgens aufstehen musst. Nee, das ist nur ab und zu, genau. Da wechseln wir uns ab. Jetzt hier bei Bremen 4 habe ich das eine Zeit lang auch gemacht. Jetzt bin ich wieder am Nachmittag mehr. Das heißt, hier muss ich gar nicht so früh aufstehen, aber das hatte ich ein paar Jahre lang und bin ganz froh, dass ich jetzt wieder später rein bin. Okay, gut, weil da gibt es dann natürlich die Leute, die dafür von Natur aus irgendwie besser gemacht sind. Ich glaube, irgendwie so ist das, ne? Absolut. Ja, jetzt werden sich viele fragen. Für alle, die es auch mal werden wollen. Erstmal, sollte man es überhaupt versuchen? Ist da überhaupt eine Chance? Und wenn ja, wie wird man das? Auf jeden Fall. Also man sollte ja, finde ich, alles versuchen, worauf man Lust hat. Einfach mal machen. Und man wird es auch genauso. Einfach mal machen. Also am besten, wo sich eine Möglichkeit bietet, in ein Mikrofon zu sprechen, ob das der offene Kanal ist oder ein Praktikum bei einem kleinen Radiosender. Einfach reinschnuppern, ausprobieren. Vielleicht merkt man dann auch, ach, ist doch gar nicht so mein Ding. Oder ihr merkt halt, ey, das ist genau meins. Ich habe da Talent für. Und dann hat man vielleicht mal eine Aufnahme, dann hat man ein Tape. Das kann man mal einem größeren Radiosender schicken. Und vielleicht sagt dann früher oder später mal einer, ey, komm her, kannst dich mal ausprobieren. Am Anfang muss man halt Praktika machen. Man muss auch mal rausgehen und Umfragen holen auf der Straße. Das ist immer das, was am unbeliebtesten ist bei den meisten. Wobei auch das echt Spaß machen kann. Aber da muss man dann durch. Und irgendwann heißt es vielleicht, hey, du, heute Abend ist ein Kollege krank geworden. Kannst du nicht mal ab 22 Uhr dich ins Studio setzen und die Sendung machen? Und die Chance muss man dann greifen und dann geht's. Und ich höre schon raus, so ähnlich ist das dann bei dir auch gelaufen? Ja, genau so. Es gibt ja schon so ein Volontariat, also das wäre so der klassische Weg und sowas bei mir auch. Ne? Ich habe ein Praktikum gemacht oder mehrere Praktika bei verschiedenen Sendern und einer hat dann gesagt, du, wir bieten hier auch Volontariate an, dauert 2 Jahre. Hast du nicht Lust, das zu machen? Und das habe ich dann gemacht. Dann arbeitet man eigentlich ganz normal. Man ist in der Redaktion, man ist in der Moderation, man macht verschiedene Sachen. Also es gibt keine Berufsschule oder sowas in dem Sinne. Man lernt halt, indem man es tut. Und nach 2 Jahren hat man dann eine Ausbildung abgeschlossen. Dann ist man offiziell Radioredakteur oder Moderator. Und kann dann weitermachen in dem Beruf. Du bist nicht jetzt nicht nur speziell auf den Moderator-Job trainiert, sondern bist auch so ein bisschen generalistisch, wie es heute mehr oder weniger üblich ist, auch dabei. Genau, also ich habe auch eben als Redakteur immer gearbeitet, habe das auch gelernt, mache ich auch heute noch. Also ich bin manchmal jemand, der hinter den Kulissen quasi die Sendung vorbereitet, die Inhalte aufbereitet, alles plant, meinen moderierenden Kollegen dann Moderationen schreibe zum Beispiel. Ich merke nur bei den Leuten, die noch jünger sind, die jetzt erst so anfangen mit dem Job, also die jetzt gerade hier zum Beispiel bei Radio Bremen Volontariate machen, die es ja auch gibt, die sind halt nochmal viel krasser als wir. Also bei uns damals war es eben nur Radio, was wir gemacht haben, schon alle Komponenten, die so dazugehören. Aber Leute, die heute ihre Ausbildung machen, die können alle auch Kamera, so wie du, die können alle auch Internet. Das gab es in dem Sinne ja damals noch gar nicht wirklich, als ich angefangen habe beim Radio. Deshalb Leute, die heute so eine Medienausbildung machen, die sind richtig top und die können einfach alles. Wahrscheinlich, weil das einfach sich auch anbietet, wenn man als Jugendlicher, so wie ich, angefangen hat mit YouTube und dann... Genau.
Davon kommen wahrscheinlich auch einige, oder? Ja, genau. Genau, das ist natürlich auch ein super Weg, um einfach mal auszutesten, rumzuprobieren, ne? Wie funktioniert das? Womit kriege ich auch viele Klicks und was interessiert die Leute vielleicht weniger und so? Spitze, also alles, was irgendwie mit Medien zu tun hat, einfach machen, ausprobieren und dann findet man früher oder später sein Ding, glaube ich. Ja. Ja, genau. Ihr habt Malte gehört. Macht das auf jeden Fall. Super. Macht's. Vielen Dank. Radio ist toll. Macht es. Und ein weiteres ziemlich cooles Beispiel durften wir in der Nachrichtenredaktion erleben. Nachrichten im Radio, nicht nur mit Bild, sondern sogar side by side. Bremen 1, 13 Uhr, die Nachrichten. E-Autobesitzer können bald Fördermittel für private Solaranlagen beantragen. Aiwanger hat Fragenkatalog beantwortet. Werder Bremen empfängt Mainz 05. Das Wetter viel Sonne, nur lokal Schauer bei 20 bis 23 Grad. Das Bundesverkehrsministerium plant ein Förderprogramm zur Eigennutzung von Solarstrom für Elektrofahrzeuge. Dafür stellt das Ministerium nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios bis zu 500 Millionen Euro zur Verfügung. Aus Berlin, Uli Haug. Wer seinen Strom am eigenen Hause gegen Mainz. Wer ein Elektroauto hat, kann bald neue Fördermittel für private Ladestationen beantragen. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios liegt die Höhe bei maximal 10.200 Euro. Es gibt aber ein Aber. Aus Berlin, Uli Haug für Bremen 4. Bis zu 10.200 Euro. So, wir sind jetzt in einem Bus und Sebastian, erzähl doch mal. Ja, wir sind jetzt gerade in dem Dialogbus von Radio Bremen, wo diverse Sachen mitgemacht werden. Das ist so ein bisschen unser Baukasten, den wir uns zusammenbasteln. Hier jetzt gerade haben wir jetzt zum Beispiel heute für den Tag der offenen Tür einen kleinen Moderationsworkshop, sage ich mal, gemacht, wo wir jetzt dann gleich mal zusammen üben würden, wie es so ist, ein Wetter aufs Bett zu sprechen. Dann direkt mal ran da, würde ich sagen. So würde jetzt zum Beispiel einen Reporterplatz aussehen. Wenn wir den im Bus als Reporterplatz nehmen würden, dann hätte man quasi auch sein Mikrofon, wo man Live-Abrufe machen könnte, seinen Kopfhörer dazu. Jetzt gerade brauchen wir es aber nicht. Jetzt ist das Wichtige der Laptop und diese kleine Karte. Die kann ich hier schon mal in die Hand reichen. Alles klar. Das wird nämlich gleich dein Text werden. Gut. Und zwar haben wir auf dem Laptop einen kleinen Ausschnitt vorbereitet. Wir haben hier im vorderen Bereich quasi Musik, die da spielen wird. Danach kommt der Stinger, quasi der Anfang des Wetterbetts. Danach kommt 24 Sekunden ein Bett. In diesem Teil muss Felix gleich den Text einsprechen. Der wird dann nach 24 Sekunden von einem Abschlussdinger unterbrochen und danach geht es auch direkt los in die Nachrichten. Und da wird es jetzt quasi ein bisschen tricky, den Text passend da reinzusprechen. Weder zu kurz noch zu lang. Stinger sind quasi diese festen Sachen, die immer am Anfang und am Ende von einem, von so einem Segment kommen. Die Überleitung mit ein bisschen Musik, so Jingle und sowas in der Richtung, ne? Alles klar, jetzt wissen wir das auch mal, wie sowas heißt. Das Bremen-Vierlandswetter. Das wäre quasi dein Stichwort, nachdem du gleich mit dem Text loslegen würdest. Dann hast du 24 Sekunden Zeit. Bis es sich dann dem Ende naht. Das hörst du mit so einem kleinen Wusch-Effekt schon. So ein bisschen so ein White Noise Sweep könnte man sagen, richtig, der dann hochgeht. Okay. So ein okay. Das Bett hat tatsächlich eine feste Länge und es ist tatsächlich jedes Mal die Herausforderung, das perfekt aufs Bett zu bringen. Und den Text auf sich selber perfekt passend zu schreiben und dann weder zu kurz noch zu lange zu sein. Ich glaube, würde ich das machen, ich würde, glaube ich, viele Retries haben, weil ich die Länge nicht genau treffen würde. Also schon eher schnell reden, oder? Ja, also nicht abhetzen, aber schon eher was zügiger, ja. Okay, gut. Ich gebe mein Bestes. Wir versuchen es mal. So, ein bisschen einmal alles ist das heute. Gerade sind viele Wolken am Himmel unterwegs, die bringen auch immer mal wieder Regen mit. Hier und da kann es auch ein bisschen rumpeln, Gewittergefahren, Bremen-Vierland. Später wird es dann freundlicher, heute Nachmittag kommt die Sonne rum. Und das alles bei Temperaturen so um 21, 22 Grad. Schneller Blick noch auf morgen, Sonne satt und es wird auch noch etwas wärmer. Bis 26 Grad sind drin. Ey! Fast sogar ein kleines bisschen.
aber es war gut drin. In die Zeit hat's gepasst, aber einmal habe ich mich dann doch verflattert. Das könnte passieren also erstmal. Ja gut, man muss auch ein bisschen üben. Meine Let's Play-Zeit ist leider lange auch vorbei. Vielen Dank, dass ich danke, das... Danke, viel Spaß noch beim Tag der offenen Tür. Ja, danke. Danke, dass ich das auch mal ausprobieren durfte. Ja. So, jetzt gehen wir mal hier drauf. Und als letztes ging es noch in die Technikwelt des Fernsehsenders. Hier sitzt zum Beispiel die Regie. So etwas ähnliches wie das Setup eines Streamers, nur als kompletter Raum. Mit komplettem Team und jeder Menge Hardware. Die Schnittplätze sind nicht groß anders als bei den meisten bekannten Content-Creatern, was heute also auch gar nicht mehr notwendig wäre. Umso krasser sind allerdings die Tonstudios, von denen die meisten Audio- und Musikproduzenten wohl nur träumen dürften. Wie diese Mixing-Konsole wohl durch die Tür gepasst hat. Was ein Tag hier bei Radio Bremen. Es hat mir auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht und es war super interessant zu sehen, wie einfach Content im richtig großen Stil produziert wird. Eins der Prinzipien, was sie haben, ist, dass es wie live sein sollte, also nicht endlos Takes und oft auch nicht viel Schnittzeit danach. Wir sehen, das Ganze ist nicht nur Radio, auch Fernsehen und spätestens dafür werden ja eigentlich alle Arten von Contentproduktion benötigt, wenn es darum geht, in so vielen Streams gleichzeitig Content zu produzieren, dann wird alles benötigt. Und ihr seht auch, wenn ihr Bock auf Contentproduktion habt und aus der Gegend kommt oder so, vielleicht wäre das ja mal eine Anlaufstelle. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch und gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.